to be around you. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Vlog. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil es tatsächlich ein sehr außergewöhnlicher Tag ist, kein typischer Tag, weil ich heute Restday habe. Heute ist Sonntag und wir haben jetzt 9.39 Uhr. Ich habe tatsächlich ausgeschlafen bis um kurz nach 7 Uhr und das ist sehr ungewöhnlich für mich. Im Normalfall stehe ich nämlich immer um 4:30 morgens auf. Mach direkt mein Cardio, meine Schritte und heute ist kompletter Restday, das bedeutet kein Cardio. Und auch kein Training. Deshalb habe ich meinen Tag heute mal etwas anders gestartet, wie ich ihn normalerweise dann erst nach dem Cardio starte. Ich habe auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, was ich euch vielleicht auch mal zeigen soll außerhalb von Training und von der Ernährung. Und da kamen ganz viele interessante Dinge bei raus und vor allem auch der Wunsch, dass ich zu ein paar Dingen einfach ein bisschen mehr erzähle, warum ich gewisse Dinge tue, die ich tue. Deshalb möchte ich das heute euch einfach mal ein bisschen zeigen und euch einen Einblick in meinen Tag vielleicht ein bisschen tiefer geben. Ihr habt es direkt schon gesehen, ich habe mein Frühstück gemacht und morgens habe ich aktuell immer eine Journaling-Routine. Das heißt, ich führe sozusagen ein Tagebuch. Ich habe einmal ein leeres Notizbuch, das hat wirklich nur so Linien hier drin, wenn ich es nicht beschrifte. Und da habe ich aber immer auch eine gewisse Routine, wie ich dieses Tagebuch führe, also welche Fragen ich mir beantworte. Aber aktuell bin ich gerade wieder dabei, dieses 6-Minuten-Tagebuch, das ist ein Dankbarkeitstagebuch, zu füllen. Einfach, weil ich es mehr fühle, weil ich auch mir so ein bisschen, ja, einfach eine Anleitung wünsche. Mir hilft es einfach unglaublich, jeden Morgen einen guten Fokus zu bekommen, mir meiner Ziele bewusst zu werden, einfach auch ganz bewusst in den Tag reinzuleben, was möchte ich heute gerne erledigen, wie möchte ich heute sein. Und das ist unglaublich hilfreich bei meiner Zielerreichung. Ich arbeite jeden Tag für das große Ziel hin und jeder Tag sollte gut genutzt sein. Es sind jetzt aktuell noch 4 Wochen bis zu Mr. Olympia und ich möchte einfach sicher gehen, dass ich jeden Tag das Beste raushole. Sowohl trainings-, ernährungstechnisch als auch mental. Und dann lese ich dann immer noch ein Kapitel in meinem Buch während dem Frühstück. Da lese ich jetzt gerade Good Vibes, Good Life von Vex King. Das Buch ist jetzt auf Englisch. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Da geht es eben darum, welche Einstellungen man haben sollte zu sich, zu anderen, grundsätzlich zum Leben, um auch gute Dinge anziehen zu können und gute Dinge zu erschaffen, seine Ziele zu erreichen und auch für die Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch sprechen, ich finde das Buch sehr einfach zu verstehen. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung, aber erfahrungsgemäß sind natürlich die Originalversionen der Bücher immer etwas besser. Genau. Jetzt habe ich gerade meine ersten Check-ins heute Morgen abgearbeitet. Also ich sitze jetzt hier an meinem PC und arbeite Coaching-Check-ins ab, Nachrichten, die reingekommen sind seit gestern in WhatsApp. Wenn es schon irgendwas zu tun gibt, dann habe ich die Änderungen direkt vorgenommen. Damit bin ich jetzt aber auch erstmal durch für heute Morgen. Werde mich jetzt richten und werde tatsächlich ins Studio laufen. Ich wollte laufen, aber es regnet. Mal schauen. Ob ich vielleicht ein kleines Loch erwische, um dort mein Posing zu üben und ein paar Schritte auf dem Laufband dann zu sammeln, sollte das jetzt draußen nicht so gut funktionieren, weil es echt zurzeit so viel regnet. Ja, hier trinke ich meinen Kaffee, koffeinfrei immer noch. Ich finde es einfach so krass, weil ich jetzt seit 2 Monaten auf Koffein verzichte und wirklich das Gefühl habe, ich brauche es einfach gar nicht mehr. Ich fühle mich total gut, ohne, weniger unruhig, weniger gestresst auch. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich gerade sehr viel mit meinem Mindset arbeite, aber ja. Ich schließe es nicht aus, dass ich irgendwann mal wieder Koffein trinken werde, wenn ich es brauche, vielleicht auch für den Jetlag in Amerika, wer weiß. Aber aktuell komme ich so ganz gut zurecht und koffeinfreier Kaffee ist auch was sehr Leckeres, weil ich trinke Kaffee auch eigentlich nur wegen dem Geschmack.
Also ich denke, dann sehen wir uns gleich wieder beim Posing-Training im Fitnessstudio. Jetzt war ich gerade ungefähr eine Stunde auf dem Laufband mit ein bisschen Steigung, 5 km/h, habe dabei YouTube-Videos geguckt, einfach ganz entspannt, um mich ein bisschen zu bewegen. Jetzt wird Posing geübt hier im Kursraum. Danach habe ich tatsächlich noch überlegt, ein bisschen Mobility zu machen oder mich auszurollen mit den Faszienrollen. Ich mache das leider viel zu unregelmäßig. Ich lasse mich regelmäßig zwar massieren, gehe zum Physio, aber selbst aktiv mache ich da einfach viel zu wenig. Und da ich jetzt heute eigentlich einen recht entspannten Tag habe, werde ich das noch machen und euch da dann auch gleich mitnehmen. Aber jetzt lasst uns erstmal die Posing-Routine durchgehen. Ich übe jetzt gar nicht so lange, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und jeden Tag diese Zeit zu investieren, ist auf jeden Fall super, weil das summiert sich natürlich. Und ich mache dann lieber öfter, aber nicht ganz so lange. Weil es ist ja auch wieder einfach sehr anstrengend und muss auch im normalen Trainingsalltag irgendwie untergebracht werden. Big dreams and big drip. Talk is cheap, but please dare me to run up. I'ma put my money where my mouth is. Talk a good game on my alphabet. Even on my worst day, still an alphabet. Standing next to me, you gotta be an alphabet. Eight ball in your pocket, I'm your alphabet. Alphabet, baby. Never really fit in, always feel like an alien. Space of mine, making boss moves in my own time, and I ride my own rhymes. Find me all alone, I'm on the road. I had to take a couple hits, a couple stones, but targets I don't ever miss. They ich muss schon zugeben, das tut mehr weh, als ich erwartet hätte. Ich glaube, ich muss das öfter machen, definitiv. Ja, da wird jetzt durchgezogen. Put my money where my mouth is. Talk a good game on my alphabet. Even on my worst day, still an alphabet. Standing next to me, you gotta be alphabet. So, aus dem Fitnessstudio zu Hause, jetzt gibt's Essen, und zwar Standard Meal. Einmal Reis mit Hühnchen und diesmal Zucchini, keine Gurken. Leinöl ist da übrigens immer noch drüber, das habe ich noch gar nicht dazu gesagt. Eins der besten Diätgetränke, by the way, almdunkler, zuckerfrei. Schmeckt echt gut, müsst ihr mal probieren. Und das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Dann mal gucken, was sonst heute noch so ansteht. Ich hatte euch ja auf Insta gefragt, was ich euch zeigen soll. Und ganz witzig fand ich, dass ein paar von euch gesagt hatten, sie wollen meinen Kleiderschrank sehen. Ja, ich zeige euch den jetzt einfach mal und sag vielleicht kurz was dazu. So, also die harte Realität ist leider, es ist zwar mega geil, weil ich habe so einen begehbaren Kleiderschrank, dass das absolut eine Baustelle ist. Wir haben tatsächlich erst gestern jetzt noch diesen Teil hier an den Schrank angebaut, weil bis dato hatte ich nur eine Kleiderstange und so ein paar Kommoden. Und in den Kommoden sieht es einfach aus wie, ja, ich bin einfach nicht der Mensch, der Sachen zusammenlegen kann, und deshalb möchte ich das Ganze jetzt ein bisschen umstrukturieren. Ich werde heute damit anfangen und euch das auch zeigen, so ein bisschen. Ich habe allerdings noch Kleiderbügel bestellt und die brauchen noch ein bisschen, bis sie ankommen. Von dem her wird das gesamte Makeover des Kleiderschranks wohl noch ein bisschen dauern, aber ich fange heute auf jeden Fall schon mal an und kann euch ja später mal meine dann aufgeräumte Leggings Schublade zeigen, obwohl davon natürlich immer super viele in der Wäsche sind und ich eigentlich überhaupt, ja, die meisten gar nicht im Schrank direkt habe. Trotzdem ist es ja vielleicht interessant für euch, und auch wenn das ganze Projekt einmal abgeschlossen ist, werde ich euch dazu gerne nochmal ein Update geben. Ach, und was mir gerade hier noch so einfällt, der ist auch vor ein paar Tagen angekommen. Das ist mein neuer Wettkampfkoffer. Ich hatte die letzten Monate und Jahre diesen hier dabei, der hat sehr treue Dienste geleistet. Wie ihr seht, sieht er aber auch schon jetzt echt gut mitgenommen aus. Und der hat dann auch während der letzten Reise hier so einen Riss
gekriegt. Ich denke, man könnte ihn immer noch verwenden, aber mir war das Ganze irgendwie dann doch zu riskant, dass der irgendwann reißt. Ich hatte dann immer schon so Frischhaltefolie drum, deswegen habe ich mir jetzt einen neuen für die neuen Wettkämpfe gekauft. Und da der jetzt da ist, kann ich dann auch schon mal ja, die nächsten Tage anfangen, den zu packen. Schon mal die wichtigsten Dinge reinzutun und nehme euch da auch gerne mit. So, wir bereiten uns hier jetzt unsere Snacks vor. Bei Lars gibt es ein geiles belegtes Brötchen mit Käse, Wurst und Zwiebeln. So ganz geil wird es bei mir nicht, aber auch sehr lecker. Und zwar mache ich mir jetzt was Süßes. Ich nehme jetzt, weil ich mein Pre- oder Post-Workout sozusagen als Snack esse, ein Vier-Komponenten-Protein. Vier-Komponenten-Protein bedeutet, es besteht jetzt nicht nur aus Whey, sondern eben auch zusätzlich noch aus Ei-Protein, Casein und Whey-Isolat. Und dadurch sättigt es ein bisschen länger und es wird auch ein bisschen cremiger. Ich zeige euch mal, was ich jetzt daraus mache. Das wird jetzt mit der Creme vermischt. Vielleicht muss ich gleich noch ein bisschen Wasser dazu geben. Und dann ist es fertig. Und weil Zimt wirklich nirgends schadet, kommt hier jetzt noch ein bisschen Lebkuchengewürz drauf. Fertig ist die Eiscreme mit extra Crunch. Ich präsentiere euch das vorläufige Ergebnis. Tada! Ich finde, das kann sich doch auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Ich habe jetzt alle Kleiderbügel, sag ich mal, aufgebraucht, die ich finden konnte. Wie ihr seht, meine Garderobe ist sehr grau, weiß und schwarzlastig. Neue Bügel sind bestellt. Die restlichen Klamotten, die jetzt auch noch in der Wäsche sind, die hänge ich dann auf. Ich habe hier jetzt mal meine Leggings gestapelt. Ihr habt euch ja einen Einblick in meine Leggings-Schublade gewünscht. Es ist jetzt zwar keine Schublade mehr, aber da habe ich die jetzt mal alle reingelegt, die ich so habe, beziehungsweise das ist ungefähr die Hälfte, dürfte das sein. Die anderen sind nämlich aktuell in der Wäsche. Hier oben noch meine Jogginghosen inklusive den Race-Joggern, die ich auch schon in zweifacher Ausführung habe. Kommt übrigens bald auch noch in Grau raus. Also bleibt da auf jeden Fall gespannt. Das zweite habe ich ja tatsächlich auch gerade an. Und was ihr auch noch sehen wolltet, war mein erster Wettkampf-Bikini. Den dürftet ihr kennen, das ist der aus der letzten Saison. Die anderen zwei habe ich aktuell verliehen, die sind gerade auf dem Rückweg zu mir. Und das ist der Bikini aus meiner allerersten Saison, auch vom Stil noch komplett anders. Ich kann euch den einfach noch mal ganz kurz in seiner vollen Pracht zeigen. Das ist tatsächlich der einzige Bikini, den ich nicht bei der Nadine Riedel machen lassen habe. Danach gab es die Bikinis nur noch von ihr. Einfach auch der Schnitt hier hatte mir jetzt nicht zu 100% zugesagt, das ist aber eine andere Geschichte. Ja, mit rotem Verlauf und schwarzem Samt. Also wirklich ganz anders, als meine Bikinis jetzt aktuell sind. Das war das Höschen. Vielleicht mal direkt zum Vergleich den Bikini aus meiner aktuellen Saison. Da habe ich auch einen Push-Up-Cup einnähen lassen. Das bedeutet, das Ding besteht aus zwei ineinander vernähten BHs. Da kommt dann noch so ein Polster rein, ist also recht dick, was auch einfach die Brust etwas größer erscheinen lässt. Und natürlich allgemein hat der Bikini einfach ein Muster, was der jetzt nicht hat. Und das Höschen ist auch anders geschnitten auf jeden Fall. Hinten geht es dann noch so in die Hose rein. Ja, auf jeden Fall habe ich mit der Nadine meine Schneiderin des Vertrauens gefunden. Und es wird dieses Jahr tatsächlich einen neuen Wettkampf-Bikini geben. Der dürfte die nächsten Wochen muss er ankommen. Ich fliege ja in 3 Wochen ankommen. Und ich bin schon so gespannt und freue mich total drauf. Wird auf jeden Fall nochmal etwas anders. Lasst euch da einfach überraschen.
Ich selbst habe mich im Übrigen auch überraschen lassen. Und auch an diejenigen, die im Frühjahr starten, wenn ihr noch eine Empfehlung für einen Wettkampf-Bikini sucht, ich kann euch die Nadine heißt auf Instagram Diamond Design Posing Suits, ich verlinke es euch einfach nochmal unten in der Beschreibung, einfach absolut wärmstens ans Herz legen. Falls ihr einen Rabatt möchtet, kontaktiert mich gerne, Mädels und Jungs, sie macht nämlich auch für die Männer die Hosen, dann schicke ich euch da gerne ein entsprechendes Bestellformular zu, was ihr verwenden könnt. Mein nächster Snack steht an. Es ist jetzt auch schon 17.20 Uhr, also es gibt bald schon wieder zu Abendessen. Aber heute hat sich alles noch etwas nach hinten verzogen. Ich habe ja entsprechend auch länger geschlafen. Wir haben um 18 Uhr einen Race Team Call, auf den ich mich sehr freue. Das kann auch ein bisschen dauern, dann werde ich danach auf jeden Fall Abendessen. Jetzt gibt es 250 Gramm Fisch mit Gurke, ordentlich Fischgewürz drauf, das ist so lecker. Und etwas Peanut Butter. Ich liebe diesen Snack. Einfach eine geile und leckere Mischung. Wer von euch noch nie Nussmus auf deftigen Speisen probiert hat, der sollte das definitiv nachholen. Ja, und da ich danach noch so ein bisschen Zeit habe, werde ich was tun, was ich selten mache. Ich werde mich einfach mal hinsetzen, lesen, ein bisschen Musik hören und entspannen. Kommen in die Diät. Einfach irgendwie viel zu selten vor. Erstens hat man natürlich viel zu tun, aber man ist auch irgendwie so ein bisschen, der Körper, der will einfach arbeiten. Der befindet sich ja so ein bisschen in einem Hungermodus. Heißt, der Sympathikus wird sehr aktiv und dann möchte man einfach auch produktiv sein, möchte was erledigen. Also ich bekomme gefühlt in der Diät wirklich viel mehr erledigt, als ich das im Aufbau je schaffen würde. Weil man einfach irgendwie total den Drive hat und es ist auch total motiviert, Dinge abzuarbeiten. Also gar nicht irgendwie so, dass man unproduktiv wird. Ich erlebe das eher so im Gegenteil. Ja, deshalb muss ich mich zum Entspannen etwas zwingen, beziehungsweise Jenny zwingt mich dazu. Aber ich finde, heute war doch ein recht entspannter Tag. Ich lasse mir das jetzt schmecken und melde mich dann später nochmal. Ist auch auf unserer Webseite, glaube ich, das präsenteste Bild, oder? Wenn man drauf kommt. Das Team-Meeting ist vorbei. War sehr cool. Wir haben einige neue Ankündigungen gehabt für das Team, gerade was neue Kollektionen und so weiter angeht, auch was wir im neuen Jahr so planen. Ich habe jetzt gerade noch einen Kooperationsvertrag fertig gemacht. Ich kümmere mich nämlich bei Race unter anderem auch um das Influencer-Marketing. Und ich muss sagen, ich bin für heute richtig durch. Bei mir wird es jetzt Abendessen geben. Das wird das gleiche sein wie heute Mittag. Und ich habe auch die Frage bekommen, oder dass ich mal zeigen soll, wie ich mein Ei klar mache. Das wird dann meine letzte Amtshandlung sein, bevor ich auch bald ins Bett gehe. Wir haben zwar erst 19 Uhr, aber ich bin total erledigt. Ich will morgen fit sein. Morgen steht wieder ein Beintraining an, meine ich. Da freue ich mich auf jeden Fall schon richtig drauf. Und ich darf ja ein bisschen laden. Da freue ich mich auch sehr drauf. Von dem her morgen wird ein cooler Tag. Da bin ich, ja, auch, ja, wenn ich jetzt eh müde bin, kann ich auch ins Bett. Genau. Also dann bis später zum Eiklar. So Leute, frisch geduscht, eingecremt, keine Haare gewaschen, aber ich mache morgen sowieso Cardio. Da werden die wieder schmutzig, deshalb nur geduscht fürs frische Gefühl im Bett. Ich zeige euch jetzt, wie ich mein Eiklar mache. Das wurde gewünscht auf Instagram. Ich weiß zwar nicht, was so besonders daran ist. Ich habe auch bestimmt ein paar Hacks. Erstmal, warum esse ich Eiklar? Ja, ich verzichte in den letzten Wochen der Wettkampfdiät eigentlich immer auf Milchprodukte und statt dem Quark abends gibt es dann eben Eiklar mit Nussmus. Genau, ich mache noch Flohsamenschalen rein. Das ist vielleicht Trick Nummer 1, dass das Ganze ein bisschen fluffiger wird und mache das in der Mikrowelle, weil es in der Pfanne mir einfach absolut nicht schmeckt. In der Mikrowelle wird das Ganze viel, viel flüssiger und ich habe noch einen zusätzlichen Hack und zwar habe ich mir so einen Omelette-Maker auf Amazon bestellt für die Mikrowelle und da kommt das Ganze rein, da mache ich den Deckel zu und dann wird das in so ein ganz schöner Kuchen, den ich nachher auch schneiden kann. Super geil, super lecker, super simpel, geht aber auch in der Schüssel. Also ich nutze das Ding auch nicht immer. Aber ich zeige es euch jetzt mal, wie es
damit funktioniert. So, hier in diesem Shaker ist jetzt wunderbar mein Eiklar drin mit Flavor Powder. Und da kommen jetzt noch 10 Gramm Flohsamenschalen rein. Ich habe hier so eine riesige Packung. Und da habe ich einen Scoop drin. Und ein Scoop sind genau 10 Gramm. Das wird schon passen. So, zack. Das wird jetzt gemixt und kommt dann hier rein. Einmal. Und der Deckel kommt noch drauf. Denn ansonsten läuft das über, wenn es aufgeht. Das ist mir schon mehr als einmal passiert. Super nervig. Zack. Ungefähr 4 Minuten. Höchste Stufe jetzt bei mir bei der Mikrowelle. Und fertig. Ich werde dieses YouTube-Video, diesen kleinen Rest-Day-Vlog, jetzt hiermit beenden. Ich habe mir eine Wärmflasche gemacht und damit geht es jetzt gleich ins Bett. Ich freue mich, ich bin total hinüber. Morgen steht wieder ein Standard-Tag an mit Arbeiten, Cardio, Training. Ich hoffe, euch hat dieses etwas außergewöhnliche Video gefallen, weil mit Sicherheit ist nicht jeder Tag bei mir so, eher anders. Ich konnte euch ein paar interessante Dinge aus meinem Alltag zeigen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich supportet, mir ein Like da lasst, das Video kommentiert, ob es euch gefallen hat und ob ihr gedacht hättet, dass so mein Rest Day aussieht. Oder was ihr euch vielleicht vorgestellt hattet. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und Abend und eine gute Nacht. Und werde mich jetzt ins Bett begeben. Macht's gut. Ciao.